Und da sind wir auch. Das Rennen in Dubai. Oh, jetzt haben wir eine scheiß Kamera noch drin. Eieiei, ich muss mich jetzt beeilen. Platz 16 für mich. Doggy auf Platz 6. Ganz überraschend. Dann der Dieter hilft mir mal ein bisschen. War auch irgendwo auf Platz 9. Der Klaus war auf Platz, ich sage jetzt einfach mal 19. Klingt besser. Und dann 11. Oh, und ist jetzt 11. Denkt an eure Reifen. Die sind grün jetzt. Die haben schon Temperatur. Oh, Joachim Meisser ist vor mir. Wer ist denn das? Neuer Mann. Ganz spannend. Guten Start erwischt. Jetzt aus meiner Sicht. Oh, wer ist denn das hier? Das ist, glaube ich, der Dieter neben mir. Nee, der ist Erster. Oh. Kommt, hör schon auf. Ihr beschummelt doch, was das Zeug hält. Schon beim Start. Oh, no. Dieter als 11. gestartet und ist Platz 1. Also bitte. 9. bitte. 9. ist er. Ich bin Letzter. Nein, 9. bin ich gestartet. Aha. Die haben mich gedreht. Doggies habe ich gesehen. Haben wir in der Video, Videobeweis. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass du was da... Oh, ey. Dieter, mach mal langsam hier, ne? So, was mache ich denn? Hä? Bist du nicht der Blau-Weiße? Nein, der ist schwarz. Ich bin vorne auf Platz 2 gleich. Wenn jetzt einer kommt, der treibt mich hier raus, der Satan. Also, hey! Nee, das ist doch wohl nicht wahr. Die schieben dermaßen, die Jungs. Wenn du nicht Platz machst, machen sie sich Platz. Also da habt ihr mal so richtig zu kämpfen. Ach, super. Ich kann mich gar nicht auf die Strecke konzentrieren von lauter. Überall dreht sich, überall staubt, überall gehen Rauchwolken auf. Ich sehe vorne den Dieter, wie er hier links und rechts rumwedelt, die Leute wieder von der Piste nimmt. Welchen Platz willst du denn? Bist du das wie? Ich komme mal vorgefahren zu dir. Ja. Das Schöne ist, sie haben keine Bremslichter, ne? Bei der Formel 1 sieht man, gibt es glaube ich ein Bremslicht, oder? Da hinten das rote? Nein. Das oder ist das nur für die Gischt beim Regen? Ja, stimmt, ich habe das vergessen. Ja, genau. Oh, mein Lenkrad spinnt jetzt gerade. Oh. Ich kämpfe hier mit allen Mitteln. Ich brauche danach auf jeden Fall frische Luft. Eine ganze Tonne Sauerstoff. Eieieiei. Die KI ist krass. Die ist echt krass. Also die Jungs, die nehmen keine Rücksicht mehr jetzt. Die haben echt die Messer in den Mund. Zwischen die Zähne. Auf welchen Platz bist du denn? 5, bitte? Ich kann jetzt gerade nicht, Dieter. Ich muss jetzt, okay. Ich hatte jetzt gerade eine massive Auseinandersetzung. Ich bin Platz 5. Ich bin in dem Bulk hinter dir. Ja, klar. Das ist schön, dass du dich absetzen kannst, weil die bearbeiten sich alle. Vielleicht kann ich da noch einen Platz gut machen. Auf jeden Fall gibt es die ersten Autos, die mir Windschatten geben. Bei den Tourenwagen war das nicht ganz so ausschlaggebend. Der drückt mich wieder in den Brande rein. Das habe ich gesehen, du. Der hatte ich aber ganz massiv rausgenommen, Dieter. Ah, nee. Jetzt kommen sie alle an hier. Das... Ach, nee. Ich habe es gesehen. Ich habe es auch live... Den Doggy habe ich gesehen, wie er rausgetragen wurde. Und jetzt den Dieter, wie er hier... Ich sag mal, ihr seid zusammen Tango, habt ihr da gemacht, oder? So ein kleines S, links, rechts, und dann ging's an die Bande. Die da immer reinhauen. Ja. Ja, die holen richtig aus. Ja, die sehen dich gar nicht. Irgendjemand ist hier in der Box. Die nehmen gar keine Rücksicht, ne? Nee. Die 80er haben noch... Da, der fährt mir heute keine rein. 80er haben noch... Da, Schaden. Guck, der ist vor mir. Ja, die müssten eigentlich disqualifiziert werden. Also. Ja, ich habe einen Schaden. Muss in die Box. Klaus, du warst auch in der Box? Ja, auch einen Schaden gehabt. Ich auch, ja. Da lacht einer. Nee, ich... Oh, wenn ihr das gerade sagt, da drehe ich mich gleich. Hör auf mit sowas. Ich lach überhaupt nicht, weil ich kann über meine Konkurrenten nicht lachen. Die führen mich eigentlich mehr zum Weinen. Das hört man ja. Ja. Sollen wir dir ein Taschentuch? Holt mir schon mal ein Taschentuch rüber, ein großes Bettlaken, wenn es geht. Für uns? Ja. Für ihn. Er meint doch für uns. Aber ihr habt den Vorteil, ihr habt jetzt frische Reifen drauf, da müssen wir alle noch hin. Dann noch drei Runden zu früh an. Boah, ich schlinge hin und her, du.
Ja, jetzt hast du natürlich frische Reifen drauf, ne? Die sind noch blau. Aber ich bin noch nicht so weit, ich muss jetzt hinfahren. Nee, du kriegst auch aufgewärmte Reifen, wenn du wechselst. Ah ja, okay. Stimmt. Oder? Die haben da so Wärmematten drüber, klar. Nee, du wechselst ja gar nicht die Reifen. Kann aber gleich machen. Das kostet noch ein bisschen Zeit. Ja, beim Schaden so. Oh, mein Mechaniker spricht das erste Mal seit Monaten wieder mit mir. Ich habe die schnellste Runde im Rennen gefahren, also persönlich natürlich. Ich weiß, es interessiert euch jetzt gerade gar nicht, zumindest in meiner Konkurrenz. Die haben sie haben massive Probleme hinter mir, die drei Lords. Ich wundere, dass dich noch keiner rausgekickt hat. Aber ich weiß, wie man dagegen hält. Ich sag, ich das erste Mal höre, ich soll ihn weiterhin unter Druck setzen, ich mach das prima. Das sind ja Sätze, die motivieren mich jetzt wieder. Im Gegensatz zum letzten Rennen, wo es doch ziemlich runterging mit meiner Laune. Klaus ist hinter mir. Der kommt also auch jetzt gleich noch. Klaus macht da Druck. Übt da Druck aus auf den Doggy. Da habe ich hinter mir. Oh. Jetzt sind wir hier zu dritt. Nein. Muss noch dazu kommen. Der kommt gleich nach, wenn er Reifen fixen muss. Aber wir haben echt einen guten Start hingelegt. Aber alle haben einen guten Start gehabt. Also der Start war nicht das Problem, denke ich, bei keinem. Nein. Weil ich denke mal, da hat jeder auf jeden Fall Plätze gut gemacht. Entgegen meiner Vorhersage. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet, dass ich da so vorfahren konnte. Ich konnte bis auf 8 Plätze gut machen, von Platz 16. Und war da mitten im Pult beim Doggy. Den habe ich auch gesehen, wie der Doggy sich dann... Naja. Ich wurde weggedrängt. Ja, ja, das hat er Dieter auch gesagt. Aber ich habe es in der Aufnahme auf jeden Fall. Schaut euch die Folge an. Ja. Das Rennen von Dubai. Eine 1.39.8, das bin ich nicht immer ansatzweise im Qualifying gefahren. Gut. 39.8 ist langsam. 38.9 wäre besser. Ja, ja. Aber für eine Rennrunde unter Druck... Und dass er noch drin ist. Ja, das stimmt. Entweder hat er jetzt eine Lücke gefunden, wo er drin fährt. Ja. Oder vielleicht kann er einfach nur fahren. Olli, haben sie bei dir Reifen gewechselt? Nee. Ja, auch nicht. Vielleicht bin ich ja gar nicht der Kingston, sondern der Michael Schumacher. Wer weiß. Oh, mir ist ganz schön warm. Also mir auch. Das ist ja... Das neue Spiel 4D, die vierte Fort Dimension. Oh, jetzt. Ich muss aufhören, so einen Quatsch zu erzählen, weil. Da kommt dann nur so ein Scheiß raus, wie jetzt gerade. Glück gehabt. Ja, hilft uns dann das Glück. Ja, dafür habe ich im letzten Rennen massives Pech gehabt. Ja, das mit allen. Das stimmt. Vielleicht fliegst du ja noch aus. Das kann natürlich passieren. Dann bist du immer noch auf 5? Ich bin nicht Platz 5. Okay. Ich fahre vorne. Was? Auf 1? Na, ich fahre vorne mit Freunde. Echt? Hallo. Vielleicht bin ich ja gar nicht der Kingston. Ah, da hat er wieder gute. Ja, das ist das Schöne bei mir, ne? Das kann sich ganz schnell ändern von Scheiße, wir stellen das in die Ecke, bis es läuft gerade. Ich bin aktuell. Warte mal, ich muss die Kurve noch zu Ende fahren hier. Gerne. Kommen wir jetzt hier raus. Ich bin Dritter. Dritter? Ja. Und ihr wisst, wie das ist. Als Dritter hat man vor sich und hinter einen immer wieder zu tun. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, so ein 1.39.8 war gar keine schlechte Runde fürs Rennen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich mache natürlich nach vorne hin nicht wirklich viel gut. Ja, es sind Halbzeit ist. Mehr sage ich nicht. Stimmt. Halbzeit bis jetzt, ja. Genau. Das wird die Kurve hier, die ich in der nächsten Runde besser anfahren muss, weil sonst bin ich ganz schnell weg. Die hat mir im Training auch schon Probleme gemacht, die geht leicht bergauf. Und dadurch, wenn man da zu eng anfährt oder zu früh Gras gibt, kann man dann hinten rausdrehen. Aber das kennt er sicherlich auch. Ich glaube, ihr wisst, von welcher Kurve ich rede. Ja. Ja, das ist die. Ja.
Aber sprich ruhig noch ein bisschen über mich. Ich versuche hier alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist nicht so einfach. Ja. Weil hier ist ganz schön Tempo auf der Piste, meine ich. Ja. Und die KI ist auf 85 eingestellt, das muss ich mal kurz erwähnen. Ja. Das merkt man, ja. Runde 7. Mein Techniker ist zufrieden. Ich weiß zwar nicht warum. Nee, ganz ehrlich jetzt, weil das war eine Scheißrunde. Aha. Ja, aber wenn du den Platz gehalten hast. Ja, aber mit vielen Fehlern. Behaftet. Ja, wie gesagt, du bist jetzt in Runde 7. Es sind noch 5 Stück und KI drückt. Hm? Wem sage ich das? Ja. Die drücken nicht nur, die drücken auch an die Wand. Oder Doggy? Ja, ja. Die nehmen keine Rücksicht in Satanstraßen. Oh, wir kommen langsam näher. Ja, wir kommen auch näher, Olli. Ja, auf die Vordermänner. Kommst du näher, ja? Na, du bist doch hinter mir, ich sehe dich. Ja. Ich bin nicht hinter dir. Wir fahren doch jetzt immer die schnellsten Runden, sagt mir zumindest der Mechaniker. Und immer grün. Das stimmt. Oh, okay. Das heißt, ihr holt langsam wieder auf. Welche Plätze belegt ihr gerade? Alle drei? 18, 19, 20. Aha. Also eine Zeitstrafe. Für dich eine Zeitstrafe, Doggy? Hast du einen Dieter angeschoben? Nee. Nein. Der ist aber jetzt vorbei. Ah, ihr habt praktisch die Plätze getauscht. Genau. Ja. Das spielt keine Rolle. Ah doch, für die interne Wertung geht natürlich schon. Natürlich. Das ist sogar sehr entscheidend. Ja klar. Kommst du denn? Oh, ich verlangsame mein Tempo. Ich kann die Rundenzeiten nicht mehr halten. Ich fahre zu vorsichtig jetzt, weil ich bin zu kopflastig im Moment aufgestellt. Ja. Aber das müssen die guten Rennfahrer eigentlich auch können. Das ist ein Fehler. Ja. Angst haben vom Fehler. Darf man jetzt hier keine haben. Weiter volles Risiko gehen. Richtig. Oder, ja, volles nicht, aber, ja, ja, aber durchaus mit einer gewissen Rennhärte, weil sonst wird das nichts. Hinter mir ist die Perlenkette. Du hältst also alle auf. Nee, nicht, aber die kommt da anscheinend im... Gemeinsam sind wir stark. Die haben natürlich Windschatten und schieben sich gegenseitig an. Der fehlt mir jetzt hier komplett. Was, weiter vorne einen vor dir, oder? Weiter vorne. Weiter vorne, ja, ein bisschen. Das ist, glaube ich, 3 Sekunden weg. Ja. Wird ja mir leider nicht so angezeigt. Ich will nur hoffen, dass Kingston gleich mal eben rechts ranfährt. Leute, wenn er so weitermacht, dann mache ich das auch noch. Also ich zitter hier wirklich das Ding nach Hause im Moment. Ja, du hast das, aber so. Das sind noch richtig harte Runden. Ja. Da kommt noch diese Scheißzahl von 12 Runden. Ja. Ich finde es auch noch krass, dass also, er da nicht weggeschoben noch, wird. Ja, das ist da 3 hält, alle Achtung. Nice pace. Just try and pick it up a little bit. You're very consistent. Now you can just dig out a few extra tenths of a second. Ich muss schneller werden. Leute, das langt nicht mehr. Das wird nicht langen. Noch soll ich jetzt Risiko eingehen? Das ist jetzt die Sache. Und wirklich hier nochmal voll an. Eigentlich will ich nicht alles wegwerfen dadurch. Wenn es geht, halten, oder? Was machen deine Reifen, King? Nehmen die auch. Ja, die... Kannst du das rausfinden, glaub? Die anderen haben, glaube ich, eine harte Mischung. Und die kommen näher ohne Ende jetzt. Oh, was ist das denn drum? Versuchen wir das Tempo. Er spricht sich nicht. War auf Englisch, dabei kann ich ihn gar nicht verstehen. Oh, die, das ist Wahnsinn, was die Lots hier für eine Pace machen. Das ist echt krank. Na, eigentlich kannst du es ja nur überstehen, indem du dauernd Kampflinie fährst, weil wenn du die Ideallinie fährst, hauen sie dich nämlich weg. Ja, aber als ich ausgeholt habe, ist der innen reingestochen und hat mich voll erwischt. 5 Sekunden, An derselben Stelle wie ich auch.
Ist, wenn man nicht aufpasst. Und guck mal, wie Kingston fährt. Der passt auf, der ist auf 3. Das schaffen wir nicht. Und wir machen, obwohl wir ihn hinter uns nur uns haben, machen wir so ein Mistding. Ja, es ist in der Tat eine recht schwierige Aufgabe. Also das schwerste Rennen für mich, vor allem nervlich. Ganz aufregend. Oh, jetzt, ja. Jetzt haben sie mich. Jetzt muss ich aber hier ein bisschen mitmachen. Also Runde 10. Freunde, ich werde wahrscheinlich den dritten Platz halt abgeben müssen. Ist nicht mehr drin. Lange 10 Runden ausgehalten. Hier vorne alleine. Jetzt ist er in. Oh. Olli, was machen deine Reifen? Ja, die Innenreifen links vorne ist fast zur Hälfte weg. Okay, gut. The gap to second place is 10 seconds. Run off some great laps and you'll catch him. Aber man sieht auch keinen in der Box fahren. Oh, Freunde, ich schwitze hier einen ab, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich muss noch ein bisschen nach vorne bringen. Ja, Kingston, du bist ruhig geworden, aber konzentriert. Ja, aber ich muss ja hier Kampflinie fahren jetzt. Jetzt ist soweit, dass ich Kampflinie fahren muss. Und ich habe gehört vom Doggy, das soll auf jeden Fall die bessere Taktik sein. Ja, aber da muss aber... Soweit du was offen lässt. Aber knallhart Kampflinie fahren. Sonst sind sie aber ruckzuck da nebenan. Und schieben nicht weg. Oh, jetzt kommt er wieder aus dem Windschatten. Diesmal kann ich ihn wahrscheinlich nicht bremsen. Wir machen das jetzt hier vorne. Och, 270 Grad Stellung vom Lenkrad. Komme ich rum. Jetzt bin ich immer noch innen, aber das juckt ja nicht. Ey, die müssen nochmal zur Box fahren, die Lords, oder? Schick die einfach in die Box und bin ich auch das. Mein Rücken ist klitschnass, Freunde. Und ich habe keine Haare am Rücken. Meine Fresse. Schiebt er mich an? Oh, das ist noch eine Runde. Mist. Voll. Stimmt. Oh, jetzt muss ich nochmal alles geben. Kommt. Das ist auf jeden Fall ein Abo wert. Wenn ich das Ding hier schaffe. Überstehe. Komm. Kann mir jemand mal bitte mal einen Schweiß wischen? An der Stirn. Halt mir einen an, dann komm ich. Nein, du kommst hier nicht vorbei, Kollege. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to break as late as you can. You may need to cover the inside line. Warum? Keine Ahnung. Ich hab nachgelassen, warum? Scheiße. Shit. Vorbei? Ja, er hat's geschafft. Er hat's echt geschafft in der vorletzten Runde. Oh, er hat's geschafft. Kann ich jetzt nochmal angreifen? Kann ich ihn wegschieben vielleicht? Als kleine Rache. Aber nur einer, oder? Nur einer, ja. Er hat Probleme, ich habe ihn berührt, aber er fährt natürlich nicht raus, sondern er kann sich auf der Strecke halten. Das ist das, was ich nicht verstehe, Freunde. Alle anderen hat er rausgekegelt. Jetzt bin ich aber bei ihm im Windschatten. Es wird nochmal richtig spannend. Ich bin in. Ah, er bremst später wie ich. Er schafft's doch. Und in der Zwischenzeit, ihr wisst, wie das ist, kommt von hinten die Nächsten. Du bist nicht allein. Wir sind geistig. Nein, jetzt mache ich die Insider auf. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Boah, du bleibst draußen. Was? Noch eine Runde? Ich dachte, wir sind durch. Ey, wie viele Runden sind das jetzt noch? Eine noch. Das war doch jetzt die 12. Runde. Das hört man mal auf. Nein. Jetzt sind wir in der. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Doch. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich war so eingestellt auf, das war die... Scheiße. Ja, okay, Freunde, das kotzt mich an. Jetzt ist wieder soweit. Wir können es wieder in die Ecke stellen. Langweilt mich das jetzt. Meine Tüte, du. Wie komme ich auf diese scheiß Idee, dass es jetzt die letzte Runde war? Weil es so lange ist. Normalerweise fahren wir nie so lange Rennen. Kommt mir jetzt auch sehr lang vor, besonders wenn Dieter näher rankommt. Soll ich den machen? Hab ich aber nicht. Reifen muss ich auch aufpacken. Ich muss jetzt nur keine Zeitstrafe zu bekommen. Ja, schiebt er mich an, ey, das ist ein Hörni.
Freunde, ich habe jetzt richtig, jetzt bin ich aggressiv. Ja. Jetzt bin ich richtig aggressiv. Gut, dass ich weit weg bin. Ja. Können wir froh sein. Naja, jetzt werde ich auch nur noch durchgereicht. Ah, oh, jetzt ich nur nicht drehen. Ah, ja, wenigstens. That's P8, good job. You have the pace to catch 7. Der Mechaniker ist echt geil. Bei mir ist alles gebrochen. Olli, guck in den Spiegel. Hab ich. Du Eier von mir. Ich muss. Oh. Mann, 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 ey, ich kleb überall. Wie komme ich denn auf diese verdammte Idee, dass das ist... Oh, hinten. Das Rad ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Asphalt. Oder? Freunde, Freunde, Freunde. Ich möchte sowas nie, nie mehr erleben. Was war denn das? Oh, 160. Okay, muss ich notieren. Also, wie schaut es bei euch aus? Wie seid ihr reingekommen? Ich bin übrigens Achter geworden. Ich war Dritter, dann habe ich mich auf Platz 4. Okay, habe ich gedacht, passt in der letzten Runde. Und dann sagt er zu mir, es ist nur eine Runde zu fahren. Ich fasse es nicht. Ja. Das ist doch wie ein erster Platz von 17 runter. Ja, definitiv. Und ihr werdet es auch sehen. Ich habe bis auf die letzten vermeintlichen zwei Runden ging mir dann doch die Reifen aus und auch ein bisschen die wie sagt man? Konzentration vielleicht, weiß ich nicht. Jo. Jetzt schaue ich selber mal. Achter bin ich, Doggy ist 18. Oh, Dieter 19, das ist aber gut was gemacht. Und der Klaus legendär. Ja. Er lässt sich nichts da. Ja, das ist sich nichts da. Nee. Den lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt noch eine kurze Zusammenfassung von mir. Ich muss ehrlich sagen, über die drei Sachen hinweg, Training, Qualifying und Rennen, war ich jetzt für mich persönlich sehr zufrieden. Ja. Strecke hat mir gut gefallen, Auto hat mir gut gefallen. Die Performance im Training war okay, im Qualifying war es auch okay, war ich mit dem Platz 16 ja auch zufrieden. Ja. Und im Rennen muss ich sagen, Weltklasse, bis auf die letzten zwei Runden, das war dann schon wieder so Amateur-Style. Hatte ich mir ein bisschen verleiten lassen. Aber man ist halt unheimlich angespannt. Ja, die anderen warten ja drauf, dass man hinten, dass man nochmal kegelt, ja, dass man sich hinten wieder mit einreiht bei den Jungs. Das ist das eine. Irgendwo will man ja selber da auch noch vorne bleiben. Also das hat schon... Ich klebe immer noch. Warte mal ganz kurz. Oh, das T-Shirt hier abkleben. Nee, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, alles. Ja. Ja? Es ist immer schwer, wenn man so als 18, 19, 20 einmarschiert. Ich kenne das. Deswegen. Ja gut, aber ich finde es einfach unbekannt. Vom Spiel her etwas unfair, wenn die einen richtig reinhauen, dass die weiterfahren können. Ja. Wäre vielleicht mehr drin gewesen, auch bei mir. Ja, wir könnten die KI wieder ein bisschen absenken. Na, das liegt ja nicht an der... Nee, es war ein bisschen, mit dem letzten Patch ging so einiges nicht mehr. Ja, von wegen Fenstermodus und so weiter. Aber gut, haben wir alles hingekriegt. Nee, sie fahren unfair. Wir haben es auf jeden Fall, Video. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, euch das Rennen mal anzuschauen. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ich freue mich drauf und bin ganz gespannt, was uns dann erwarten wird. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.